Ja, moin Leute. Seid herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Way of the Hunter. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Willkommen. Ja, die Folge kommt ein bisschen später als normal. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ihr habt vielleicht auch die letzte Rocket League Folge gesehen, wo ich ein bisschen drüber geredet habe. Ja, die letzte Folge hat mich einfach zur Weißglut gebracht, könnte man sagen. Moment, ist das ein schwarzes Reh, was hier gerade steht? Können wir das mal kurz in den Raum werfen? Okay. Es scheint so, oder? Oder ist es ein Wildschwein? Nee, warte mal, da steht auf jeden Fall Reh, also. Okay. Naja, jedenfalls habe ich gefühlt eine Stunde aufgenommen oder länger. Hab aber dabei nichts geschafft. Also in der letzten Way of the Hunter-Folge. Ich habe ein Tier mit 3 Sternen abgeschossen. Ich glaube, es war ein Rothirsch. Und der Rothirsch war aber der Meinung, dass er, keine Ahnung, in irgendeine Sackgasse läuft und dann dort einfach verschwindet. Zumindest hört die Blutspur direkt vor einer Klippe auf. Oder vor so einer Steilwand und ich stand davor und dachte mir so, cool, ich habe jetzt fast eine halbe Stunde nach dem Tier gesucht und das Tier ist weg. Ich kann euch hier mal kurz noch ein paar Ausschnitte einblenden. Mal einstellen. Ja, ich glaube, er müsste es sein hier. Aber wollen wir direkt schon schießen? Ja, eigentlich könnte man das schon machen, ne? Position ist ja trotzdem gut. Steht schön seitlich. Ich sehe nur seinen Kopf nicht. Im Zweifel ist es das Ein-Sterne-Männchen. So, mein Freund. Natürlich hat sie es genau in dem Moment. Oh, was geht ab? Genau in dem Moment bewegt, wo ich geschossen habe. Gib mal noch mal einen ab. Ich weiß nicht, ob ich es gut getroffen habe. Der erste Schuss war vielleicht doch ein bisschen, ja, nicht ganz so gut, weil das Tier sich halt im letzten Moment bewegt hat. Aber ja, wir schauen mal. So, du bist doch das andere ausgewachsene Tier, oder? Vielleicht nutze ich die Gelegenheit noch mal. Ah ja, wer weiß, wer weiß. Und ja, einer wurde auch tödlich verwundet. Hier seht ihr die Blutspur nochmal hier. Es ist keine, also es sieht zwar aus wie Lungentreffer und so, aber es war eine klare Blutspur. Heißt, wir haben wahrscheinlich die Hauptschlagader irgendwie getroffen oder so. Aber das Problem, was ich habe, ist, dass die Blutspur genau hier endet. Also wirklich genau hier vor dieser Wand. So, jetzt denkt sich der ein oder andere natürlich, ja, vielleicht ist das Tier einfach hochgeglitscht oder hat irgendwie die Richtung geändert oder so, aber wirklich, danach finde ich keine weiteren Blutspuren. Ich habe oben geguckt, da ist nichts. Ich habe drüben links und rechts geguckt, da ist nichts. Ich habe unten geguckt, ja, falls das Tier einfach den Graben runtergerutscht ist, den Berg runtergerutscht ist, nachdem es gestorben ist. Kann ja auch sein. Aber auch da habe ich nichts gesehen. Ja, und ja, ist auf jeden Fall alles nicht so gut gelaufen, sage ich ehrlich. Aber in Ordnung. In Ordnung. Heute versuchen wir es nochmal. Wir fangen diesmal mit ein paar Rehen an hier. 2 Sterne ist jetzt nicht die Welt, aber ist, denke ich, okay. Und das holen wir uns jetzt mal eben mit der Scout. Steirer Scout haben wir auf jeden Fall dabei. Ich denke, das ist angemessen für dieses Tier. Will ich warten, bis es aufsteht, oder will ich im Sitzen es abschießen? Eigentlich würde ich lieber warten, bis es aufsteht. Aber. Geh mal einen Schritt auf sie zu, ja, genau. Dreh dich noch ein Stück, so ein bisschen, dass ich nicht auf deinen Hals schießen muss, vielleicht. Ja, so geht auch. Okay, der Hammer. Ja, seht ihr das? Das ist eine relativ große Menge Blut, würde ich sagen. Also, ich denke mal, für einen Herzschuss reicht's jetzt nicht, aber für dich auf alle Fälle, mein Freund. So, leg dich doch mal darüber. Leg dich dahin. Dann komme ich gleich vorbei. Okay. Wunderbar, wunderbar. Geht schon mal besser los als gestern, ne? Ach, das hat mich ja geärgert. Irgendwo liegt dieses 3-Sterne-Tier rum. Wobei, vielleicht ist es auch durch die Map gefallen. Also, das ist ja so meine Theorie, dass es irgendwie da an der Klippe hängen geblieben und dann irgendwie durch die Map geglitscht ist. Keine Ahnung. Ich habe mich viel umgeschaut, ich habe lange gesucht und ich habe es nicht gefunden. Also, naja, was soll's. So, mein Reh müsste doch eigentlich direkt hier irgendwo liegen. So weit wird es ja nicht gelaufen sein. So ungefähr auf meiner Markierung. Wie sieht's aus? Ah, nein? Oh, hier ist es. Okay. Ist gar nicht bis davor gekommen, aber das ist in Ordnung. Hallöchen. Ja, also ganz bequem auf die Lunge geschossen. Ich meine, das war sehr unkompliziert. Das hat gut funktioniert. Die Waffe hat genau gepasst. Also, was will man noch sagen, ne? War eine gute Aktion. Also Reh selber fast 50% DNA-Wert, aber naja, gut. Verkauf mal, weg mit dir.
Okay. Wo gehen wir als nächstes hin? Ich wollte hier unten mal auf jeden Fall vorbeischauen, in dem dunklen Bereich. Jetzt um die Uhrzeit könnte ich auch hier mal vorbeischauen, weil ich glaube, da sind gerade die Rothirsche am Start. Deswegen gehen wir da mal hin. Ich habe noch eine Szene von gestern mit Dachsen, die kann ich euch jetzt noch kurz einblenden. Und danach gehen wir weiter. Wer bist du denn? Dachse. Ganz viele, zwei Stück. Zum Glück habe ich die Scout dabei. Na, für solche Zwecke sollte man immer eine Scout dabei haben. Na. Ist gedodged. Ja, der war okay. Der war okay. Ja, der war auch okay. Sehr gut. Haben wir nochmal zwei Dachse mit eingepackt. Moment. Oh, scheiße. Einen habe ich überfahren. Das war doch überhaupt nicht meine Absicht. Okay, dafür konnte ich nichts. Ausgewachsenes Männchen. Der hatte, glaube ich, zwei Sterne oder so. Habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Aber dafür konnte ich nichts, okay? Ich meine, ich bin ja auch nur lang gefahren und habe dann gesehen, dass sich hier ein paar Dachse bewegen. Was soll man machen? Da bewegt sich auch was. Da hat sich... Ey, was? Der hat gerade die Waffe gewechselt. Zum Fernglas. Wollte doch aber gucken, was da für ein Dachs langläuft. Ja, okay. Ihr denkt jetzt vielleicht, ich habe mir das eingebildet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da einen Dachs gerade eben gesehen habe. Na gut, Glück für ihn, dann wird er halt nochmal ein bisschen weiterleben. Glück für ihn. Ja, der wird wahrscheinlich jetzt auf der anderen Seite schon irgendwo angekommen sein. Na gut, ich halte die Augen offen. Scheinbar sehr krasses Dachsgebiet hier in der Gegend. So, jetzt seht ihr auch mal, wo ich bin. Ich will übrigens hier in das dunkle Gebiet nochmal, um da nochmal ein bisschen zu erkunden. Aber jetzt gucken wir erstmal bei den Dachsen hier rein. Alter, direkt zwei Lungen getroffen. Der war gut. Der war sehr gut. Das ist ein weibliches Jungtier. Es ist jetzt nicht ganz so optimal, aber gut, was soll man machen? So, und der nächste auch richtig gut getroffen, sogar mit Herzschuss. Alter, also die Schüsse waren schmackhaft. Ausgewachsenes Weibchen, tja, das ist besser, aber Dachs und Pilz. Was ist denn das für eine Mission? Dachs und Pilz, sollte ich etwa... Ach so, 12 Ausgewachsene in dem Gebiet. Okay. Scheinbar bin ich im richtigen Gebiet für diese Mission. Naja, komm, weg mit dir. Der Schuss war wirklich richtig geil, das gefällt mir. Ey, seht ihr das? Da steht jetzt immer noch Zoom und Anschießen in meinem Sichtfeld. Was ist das? Warum ist das so verbuggt gerade? Okay, jetzt ist es weg. Okay, natürlich haben wir das schönste Tier überfahren, die schlechtesten Tiere abgeschossen, aber das habe ich mir nicht ausgesucht, ne? Gehen wir mal weiter. Ah. So, die Rothirsche ist doch wirklich Verlass, oder? Also, die sind doch immer am Start. So, ich hoffe, ich habe euch die Szene mit den Dachsen eingeblendet vom letzten Mal. Das ist das einzige Produktive, was ich in letzter Folge geschafft habe. Und naja, über die Produktivität davon kann man sich natürlich streiten, ne? So, apropos. Wie sieht's denn bei euch Rothirschen aus? Ist da jemand dabei, der akzeptabel ist, der ein akzeptables Bild abgibt? Es ist niemand ausgewachsen, das ist ein bisschen schade. Aber wir haben zumindest einen, der zwei Sterne hat, also einen guten DNA-Wert. Ich probiere mal Folgendes. Wir prüfen mal, ob das andere Tier gegebenenfalls einen schlechten DNA-Wert hat. Ich vermute mal nicht, weil ich glaube, hier habe ich auch schon das ein oder andere Tier mit 4 Sternen oder so abgeschossen. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass da größtenteils gute Tiere dabei sind, aber dieses Jungtier läuft straight auf uns zu. Bin mir da gar nicht so sicher, ob die überhaupt auf den Ruf reagieren, aber so wie es in meine Richtung kommt, ne? Könnte man schon fast meinen, dass es der Fall ist. Oh, oh, die Tiere machen Abgang. Oh, der Wind, das habe ich gar nicht gesehen, dass der Wind so schlecht ist. Na dann musst du dran glauben. Was für einen schlechten DNA-Wert habe ich an deinem. Warte, habe ich an deinem Geweih gesehen, Bruder? Habe ich genau gesehen. Also, ach, das kann man nicht. Also, das kann man so nicht stehen lassen. Naja, das Geweih war ein bisschen schief. Ich meine, ja, es war ein Jungtier. Ist jetzt natürlich nicht so geil, aber das Geweih sah nicht nach einem guten DNA-Wert aus, sage ich ehrlich. Ja, außerdem habe ich gepanickt, weil die Tiere sich auf und davon gemacht haben. Irgendwie wollte ich ja doch noch irgendein Tier abschießen, bevor die sich aus dem Staub machen. Naja. Naja. Ja, ich würde die Herde auch nicht verfolgen, weil keine ausgewachsenen Tiere sind natürlich immer ein bisschen schwierig für die Jagd. Klar hätte ich jetzt auch ein ausgewachsenes Weibchen abschießen können, aber die Zeit hatte ich ja wohl nicht gerade. Also, ja, habt ihr ja gesehen. So.
Na, dann holen wir das Tier mal und schauen, ob der DNA-Wert so um die 50% vielleicht war. Vielleicht weniger, vielleicht mehr. Ich hoffe, er war auf jeden Fall nicht so hoch. Ist auch möglich, dass es jetzt einen DNA-Wert von 80-90% hat und dann stehe ich aber dumm da, ne? Dann gucke ich dann doch ein bisschen blöd aus der Wäsche. So, das Gehirn haben wir leider nicht getroffen. Dafür war der Schuss zu weit links und ein bisschen zu niedrig. Ja, schade, war knapp, aber ich meine, gereicht hat es natürlich trotzdem. Und alter Leute, was habe ich für ein Auge? Was habe ich für ein Adlerauge, dieses Tier? Was bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Rothirsch, alter Schmutz. 12% DNA-Wert. Also, das ist ja miserabel. Den hätte ich sogar mit einem Auto überfahren, wenn ich das vorher gewusst hätte. Also, boah. 12%, Alter. Warum habe ich denn hier Tiere, die teilweise so einen schlechten DNA-Wert haben? Während ich Tiere dabei war, die offensichtlich mit 2 Sternen und erwachsen einen guten DNA-Wert haben. Also, so manchmal ergibt sich mir das noch nicht so ganz, wie das läuft. Aber gut. Ich mache mir auch nicht die Mühen, mir mal ein Video anzuschauen oder so, wie es wirklich funktioniert. Also, na, bin ich auch nicht besser, schätze ich. Gut. Ja, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Ich glaube, ich werde noch ein bisschen den Fluss einfach entlang fahren, weil gerade so 10 Uhr, da könnten wir schon die ein oder anderen Tiere noch antreffen. Ne? Und außerdem habe ich selber keine Idee. Als ich gestern nach Tieren gesucht habe, bin ich auch 1 Stunde umhergefahren und habe keine Tiere gefunden. Also bleibe ich erstmal am Wasser. Ne? Soweit der Plan. So, ich habe die Spur einiger Rothirsche aufgenommen. Und wenn ich das gerade da vorne richtig sehe, müssten sie da auf der anderen Seite der Brücke auf mich warten. Also das sind jetzt komplett andere Rothirsche als beim letzten Mal. Ich habe auch einige Tiere gesehen, die durchaus gute DNA-Werte haben könnten. Aber dafür müssen wir noch ein Stück näher rangehen. Wir haben schon mal ausgewachsene Tiere. Das ist doch schon mal ein Erfolg. Achso, ich sollte vielleicht nicht... Wie ist der Wind? Wir haben Gegenwind, okay. 200 Meter Entfernung ist auch okay. Aber wir sollten trotzdem in die Hocke gehen, weil Rothirsche, die haben auf jeden Fall guten Geruchssinn oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall finden die mich gefühlt immer. Deswegen sollten wir vorsichtig sein. Eigentlich könnten wir hier schon stehen bleiben. 200 Meter ist eine gute Schussentfernung eigentlich. Der Typ hier vorne, der wittert auch was. Also der weiß, da ist irgendwas im Busch. So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit den Kollegen? Wir könnten natürlich einfach auf das ausgewachsene Tier schießen. Wir könnten gucken, ob ein Tier mit niedrigen DNA-Werten dabei ist. Ich habe eben schon mal nach Tieren mit hohen DNA-Werten gerufen. Da hat sich nicht viel getan. Da waren die Tiere aber noch recht weit weg, würde ich sagen. Ich mache jetzt mal den niedrigen DNA-Wert, Heinrich, und dann gucken wir mal, wer da kommt. Und ansonsten, ne, das ausgewachsene mit 2 Sternen sieht ganz lecker aus. Ich meine, das hier ginge auch. Wie viel DNA-Wert das Jungtier hat, keine Ahnung. Sieht jetzt auch nicht so prickelnd aus, aber was soll man machen? Ja, wobei, es sieht halbwegs symmetrisch aus, würde ich sagen. Naja, nehmen wir das hier, oder? Sieht gerade, es hat gerade die beste Position mitunter. Genau, heb nochmal dein Köpfchen, dann kann ich hier schön da auf dein Schienbein, nicht auf dein Schienbein, auf dein, ja, steht schon auf deine Vorderläufe schießen, auf den Knochen da. Wie auch immer der Knochen heißt. Auf deine Gelenke. Gelenke klingt gut, oder? Auf deine Gelenke. Naja, was auch immer. Der Kollege ist tödlich verwundet. Das hat man direkt gesehen. Der Schuss hat, ich denke, ganz gut gesessen. Keine Ahnung, ob vielleicht das Herz auch mit ein bisschen im Spiel war. Die Höhe könnte gepasst haben. Aber na, wir werden uns das gleich anschauen. Also sterben wird dieses Tier auf jeden Fall. Jetzt muss ich erstmal mein Auto wiederfinden. Das habe ich irgendwo hier oben auf der Straße gelassen. Damit ich mich so schön entlang des Flusses anpirschen kann. Hat doch ganz gut funktioniert. So unter der Brücke durch. Wäre ich hier oben lang gefahren, hätte ich relativ nah rangemusst. Und dann wären die Tiere vielleicht auch schon wieder abgehauen. Na, da wäre ich so 150 bis 100 Meter nah dran gewesen. Das wäre schon, glaube ich, gefährlich nah dran gewesen. Naja, okay. Holen wir mal das Tier. So, was haben wir denn hier? Das sieht doch ganz gut aus. Viel Blut, Luftblasen. Ich plädiere doch mal auf einen Herztreffer, oder? Also, ich glaube kaum, dass ich beide Lungenflügel bei dem Rothirsch mit der Monoblock getroffen habe. Dafür ist die Monoblock einfach nicht stark genug. Aber für das Herz sollte es reichen. Hallo, mein Freund.
So, jawoll, jawollo. Wir haben den Knochen gar nicht getroffen, weil der hier unten schon aufhört und hier oben so eine fette Biegung macht. Eigentlich war das ein geiler Winkel. All hier an den zwei Knochen vorbei, hier unten an dem dicken Knochen vorbei. Geil. Und rein ins Herz. Rein. Wunderschöner Schuss. Will ich mich nicht beschweren. Der war genau perfekt. 49% ist natürlich auch perfekt für DNA-Werte. Nein. Ich hätte natürlich gerne ein bisschen mehr gehabt, aber ansonsten ist die 69 natürlich ganz nett. Gut, mein Freund. Dann ab mit dir. Hinfort. Hinfort, hinfort. Die Qualität der Tiere ist immer noch mittelmäßig. Dafür, dass wir auf Transsilvanien unterwegs sind, wo ich ja eigentlich Tiere habe, die schon ganz gute DNA-Werte vorweisen können, haben wir bisher noch nicht so viele tolle Tiere gefunden. Aber naja, das kann sich ja noch ändern, ne? Kann sich ja noch ändern. Okay, scheinbar waren die Rothirsche nur eine Biegung weiter. Das ist natürlich von Vorteil für mich. Hallo, ausgewachsenes Tier, wie sieht's denn aus? Willst du nicht dran glauben einmal? Hallo? Ach, na klar, natürlich nicht. Was ist mit dir? Auch nicht so prickeln. Und du bist du wenigstens ein Weibchen, dann würde ich schießen. Ey, wenn du ein Weibchen bist, ich wäre dabei. Das ist ein Weibchen, oder? Ach komm. Sieht nach einer guten Blutspur aus, soweit. Keine Ahnung, ob es jetzt ein Weibchen war oder nicht. Aber ich glaube schon, ich habe kein Geweih gesehen. Und falls es kein Weibchen war, war es halt ein Männchen. Naja, gut. Hoffe ich jetzt mal nicht, aber. Und wenn es so ist, dann kann ich es auch nicht mehr ändern. DNA-Wert ist ja sowieso eher durchschnittlich. Eher unterdurchschnittlich, würde ich sogar sagen. Ja, geil. War eine gute Entscheidung, hier lang zu gehen. Ich wollte den Fluss mal entlang, weil hier oben noch ein Fragezeichen auf mich wartet. War natürlich ein netter Nebeneffekt, dass wir die Rothirsche direkt hier nochmal gefunden haben. So, das ist auf jeden Fall mittlere Menge Blut, wenn nicht sogar viel Blut. Ne, nur mittlere Menge. Und die mittlere Menge Blut, wo führt sie uns hin? Habe ich nicht gerade eine Blutspur gesehen? Wo geht denn die lang? Ah, okay. Okay. Ja, hier hoch in den Wald. Gut, ja, fahre ich mal hinterher, hol das Tier ab und dann gehen wir weiter zu dem Fragezeichen. Aha, da vorne sind schon wieder die anderen Rothirsche. Okay, ich habe euch immer im Blick, meine Freunde. Na, lauft ruhig weiter, lauft ruhig, lauft. Ja, nee, noch ein Tier, oder? Noch eins? Ich sag ehrlich, Leute, wenn man die Chance hat, gell? Man hier so eine ganz gute Chance hat, wie ich gerade. Ja, dann will man die doch noch mitnehmen, oder? Oder Moment, wir können ja auch noch mal ganz entspannt machen. Hier ist das Tier erstmal. Das ist ein Weibchen offensichtlich. Aber da kümmern wir uns gleich drum. Können ja noch mal gucken, wer hier vielleicht zum Abschuss bereit steht. Vielleicht irgendwie ein ausgewachsenes Tier oder so noch mal. Das da oben zum Beispiel. Das könnte man machen, ne? Ich schau mal die Rothirschtröde raus. Ich stelle mal auf niedrige Verfassung. So, dann gucke ich mal kurz, wo die Wölfe herkamen. Oh, da oben. Okay, direkt über mir. Er hat gerade seinen Kopf so schön nach draußen gereckt. Da könnte ich doch vielleicht mit einem ganz gezielten Schuss. Ey, er lebt noch, aber er ist tödlich verwundet. Er lebt, aber er ist tot. Ja, weiß jetzt auch nicht. Weiß jetzt auch nicht, wie ich dazu stehen soll, aber war okay, denke ich. Okay. Vielleicht haben wir das Gehirn nur so halb getroffen und er ist verblutet dann. Ich, keine Ahnung. Er ist tot auf jeden Fall, auch wenn der Kopfschuss scheint nicht ganz perfekt gesessen zu haben, aber er ist tot, er ist tot. Was soll's. So, das Weibchen hier haben wir auch eigentlich wirklich ganz gut getroffen. Jetzt nicht übermäßig krass, aber war okay. War jetzt nicht ausgewachsen, aber zumindest erwachsen. Es war der Bonus quasi, mal wieder. Was soll man machen? Ist okay, würde ich sagen. Ist okay. So, Wölfe. Ich glaube, die sehe ich von hier unten gar nicht erst. Deswegen brauche ich es wahrscheinlich nicht probieren, ne? Und wer die Wölfe kennt, der weiß, dass man sich denen auch nur schwer nähern kann. Die hören und sehen und riechen ein Gefühl auch schon bei 300 Metern. Also, ach,
Ach. Habe ich jetzt. Wobei, da ist einer, oder? Da ist einer! Naja, gut, dann schießen wir vielleicht doch einfach mal drauf. Wo ist er? 200 Meter. Ja. Also keine Ahnung, was es für ein Wolf war. Männlich, weiblich, divers, was auch immer. Aber ich habe ihn getroffen. Und ich habe ihn, glaube ich, auf Lungenniveau, Lungenlevel getroffen. Also auf der richtigen Höhe für die Lunge zumindest. Ich denke, das könnte unser Wolf-Kill gewesen sein. Aber naja, keine Gewehr darauf. Alle Angaben ohne Gewehr. Moment. War hier auf der Markierung noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nee, die kann ich löschen. Das war hier der Rotisch, den wir jetzt bisher verfolgt haben. Der war auf der Markierung. Okay, gut. Dann wir gucken zuerst nach dem Wolf, weil es näher dran ist. Dann gucken wir zum Rotisch rüber. Und ich glaube, dann sind wir auch so langsam schon am Ende der Folge. Ja, also der Wolf hat kassiert. Er hat nur einen Schuss abgekriegt und ist direkt gestorben. Ich sag ehrlich, ich glaube, ich habe das Rückgrat getroffen. Die Blutlache ist auch größer als der Wolf. Aber wir haben den weggeschallert, aus dem Leben geschallert. Ja? Gucken wir mal rein. Alter, wir haben die Lunge und das Rückgrat getroffen. Ist ja doppelt gut, würde ich sagen. Also, muss man erstmal machen, hä? Wer von euch hat schon mal Lunge und Rückgrat gleichzeitig getroffen? Aha, ja, das dachte ich mir. Ja, cool. Also, wir haben den Wolf auf jeden Fall ordentlich aus dem Leben geballert. Aber jetzt gucken wir auch mal, was für ein Wolf das überhaupt war. Was? Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Scheiß Ernst, Alter. Ja, als ob. Pünktlich um 11 Uhr haben wir das Tier erlegt, will ich kurz anmerken. Und dann auch noch 4 Sterne? Was? Also, das war ja jetzt wirklich random. Also, das war. Ne, also Zufall sein Vater war das. Wirklich, Zufall sein Vater. Und dann haben wir auch noch einen 4-Sterne-Wolf ausgewachsen, abgeknallt. Alter, ich glaube, ich habe noch nie so einen geilen Wolf abgeschossen und das war ja so random gerade. Also Leute, dafür könnt ihr auch ruhig mal einen Daumen nach oben da lassen. Also das war schon skillig, ne? Also, von Glück spricht hier keiner. Das war absolut skillig, würde ich sagen. 4-Sterne-Wolf, Alter, geil. Geiles Ding, Alter. Tja. Ja, da kann ich ja noch mal ein bisschen, ne? Gut. Das war geil. Das war äußerst zufriedenstellend. Da haben wir wenigstens mal ein Tier, was mal mehr als 3 Sterne hat, in diese Folge gefunden. Immerhin. Immerhin. Das hebt die Qualität auf ein anderes Level. Gut. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt weiter zum Rothirsch da drüben. Oh! Ist ja auch instant gestorben. Na Mensch. Ach so, wir haben ja auf den Kopf geschossen. Ja, habe ich schon wieder vergessen. Und er ist auch nicht instant gestorben, sondern 2 Sekunden später. Aber gehen wir mal darüber, als nächstes. So, nachdem wir gerade Wolverine seinen Vater abgeschossen haben, haben wir jetzt noch hier den einen Rothirsch. Ich meine, der ist nicht so spektakulär. Ihr wisst Bescheid. Aber wir gucken mal, warum der nicht direkt gestorben ist. Zumindest das würde mich schon mal interessieren. Zumindest das. Ah, ich habe auf die Kauleiste geschossen. Deswegen, es war zu tief. Ich dachte, ich hätte extra ein bisschen höher gezielt, aber gut. Ich glaube, ich hatte auch nur auf 200 Meter eingestellt. Kann natürlich sein, wir hatten auch noch Gegenwind. Kann natürlich sein, dass die Kugel dann nicht ganz bis dahin ankam. Aber och, hat ja trotzdem gereicht, ne? War ein bisschen risky, gebe ich zu, aber hat ja gereicht. 27% DNA-Wert nur. Oh, also da sind Tiere dabei teilweise. Echt miserabel, gell? Echt miserabel, aber umso besser, wenn wir die Tiere dann abgeschossen und rausgeschossen haben, ne? Also, ja. Ich denke, wir haben da unseren Teil beigetragen. Für einen guten DNA-Wert in der Herde. So. Gut, Leute, ich würde mal sagen, wir haben es geschafft für heute. Der Wolf hat, also der hat nochmal alle Erwartungen gehoben gerade. Oder was auch immer. Bin zufrieden, Leute. Sehr zufrieden mit dieser Folge. Momentchen mal. Da müssen wir noch gucken, Leute. Also, wenn ein Wolf mit 4 Sternen dabei ist, dann will ich nochmal wissen, ob da nicht vielleicht noch ein Wolf dabei ist, der auch 4 oder 5 Sterne ne, hat.
innehält oder was auch immer beinhaltet. Naja, 4 oder 5 Sterne hat. Wir gucken da jetzt einfach mal. Wenn ich die schon mal so frei auf einem Feld sehen kann. Das ist ja nicht oft der Fall, ne? Dass man... Naja, ein Wolfsrudel... Alter! Geiler 360 Breakdance Move. Ja, dass man Wölfe so frei sehen kann. Alter, 2 Sterne erwachsen. Jung, weiblich, erwachsen. Ausgewachsen. Also jetzt mal, ne, angenommen, das ist dieselbe Herde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es dieselbe Herde ist. Denn es sind 2 Sterne erwachsene Wölfe dabei. Das sind krasse DNA-Tiere auf jeden Fall. Die haben krasse Werte. Natürlich werden wir keins dieser Tiere jetzt abschießen, weil das wäre dumm. Ja, und dann würden wir uns die Möglichkeit auf 4 oder 5 Sterne einfach zunichte machen. Und das wollen wir ja nicht. Jetzt kommen die Wölfe nochmal auf mich zu. Vielleicht schießen wir das ausgewachsene Weibchen, ja? Als Kompromiss. Aber den Rest können wir nicht abschießen. Alter. Das ist schon krass. Aber wisst ihr, was noch krasser ist? Dass ich zufällig aus 6 Wölfen das eine ausgewachsene 4-Sterne-Tier abgeschossen habe. Ja, jetzt sind noch 5 Wölfe übrig und ich habe zufällig, ja, das eine Tier abgeschossen, was krass war, ja, was krass genug war, sagen wir es mal so. So, das ist das ausgewachsene Tier. Ich sag ehrlich, das können wir uns noch vornehmen. Also, das würde ich auch ganz gerne noch mitnehmen. Ach, jetzt zeigt es mir den Arsch. Dreh ich doch nochmal um 90 Grad, bitte. Ja. Ey, ich sag ehrlich, könnte geklappt haben. War vielleicht ein bisschen weit hinten, also ein bisschen weit links, so ein bisschen weit Richtung Magen, aber... Ey, ehrlich, den könnte man auch erwischt haben, tödlich. Könnte noch Lunge gewesen sein. Wir gucken jetzt mal eben noch schnell und dann sind wir aber wirklich fertig für heute. Ja? So. Lass mich durch, Bruder, ich muss darüber. Alter, die Wölfe, richtig am Gönnen heute nochmal. Wobei ich jetzt noch nicht weiß, ob ich den auch richtig erwischt habe, aber... Eigentlich sah es nach einem guten Schuss aus. Und selbst wenn ich die Lunge nicht erwischt habe, haben wir hier die Leber. Ne, das ist Mageninhalt, oder? Nahrungsreste. Ja, und dann haben wir halt den Magen getroffen. Ist auch tödlich. Ist jetzt halt nicht so geil, ne? Aber das Tier wird sterben. Darauf kommt es an. Gut. Ich skippe nochmal den Weg bis zu dem Tier. Keine Ahnung, wie weit ein Wolf mit so einer Wunde überleben kann. Aber vielleicht ist er doch noch ein Stück gelaufen, ne? Ja, da vorne läuft er, mein Wolf. Da läuft er. Mein Freund. Auch mit was für einem gemütlichen Tempo, oder? Ja gut, ich habe das Gefühl... Der braucht noch ein paar Sekunden, bis er sich zu meinen Füßen hinlegen möchte. Aber gut. Sehr lange kann es ja wohl nicht mehr dauern. Er hat ja schon mal gelegen, zumindest. So, war's das jetzt? Ja, das war's jetzt. Wunderbar. Da gucken wir doch mal. Ja, wir haben einfach zu weit links getroffen. Eigentlich ist es nicht so kompliziert. Ne? Ja. Ich meine, das spricht klare Worte. Ich hätte halt einfach eine Sekunde früher schießen müssen. Oder eine 1,5 Sekunden vielleicht sogar. In der Reihe haben wir getroffen. Ah, nicht mal der Magen, ne? Magen ist ja hier. Ich meine, es gehört mehr oder weniger zusammen, würde ich jetzt einfach mal dreist behaupten. Aber, ja, in der Reihe erwischt. Naja, was soll's, ne? Was soll's. Ausgewachsenes Weibchen. Das ist der Bonus des Bonus. Ah, okay, cool. Wir haben sogar noch eine Mission. Jagdverständnis. Oh, das gehört zu den Regina-Berg. Das ist Regina-Berg, ja? Ich dachte, die Regina-Berge sind hier. Also hier steht doch legit Regina-Berg. Es ist sogar markiert, das Gebiet. Es ist sogar markiert, hä? Wo ist das hier noch, dieser Berg? Also, ich will mich nicht beschweren. Scheinbar ist das keine leichte Quest mit den 2 Wölfen in Regina-Berg. Aber hier ist definitiv nicht dieses Gebiet, es ist sogar eingekreist. Oder wollt ihr mir erzählen, dass das jetzt ein Wolfsrudel war, das eigentlich von den Regina-Bergen kommt? Aber bis hier rüber gelaufen ist, das kann es auch nicht sein. Also das wäre schwachsinnig, oder? Naja, wir hinterfragen das nicht, wir nehmen das einfach an. Und da, Leute, die Entscheidung, das ausgewachsene Weibchen abzuschießen, war richtig und wichtig für die Mission. Da oben sind die anderen Wölfe, aber ist mir egal.
Gut, Leute, war doch eine ganz produktive Folge. War ganz okay, denke ich. Besser als die letzte Aufnahme auf jeden Fall. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaltet gerne bei der nächsten Folge wieder ein. Und ja, bis dahin. Lasst es krachen und ciao, ciao.